Herzlich willkommen hier auf dem Flintungerhof zum ersten Konfi-Camp des Dekanats Gießen. Schön, dass ihr da seid. Versucht ja so eine Kombination hinzubekommen von großer Masse. Das können wir sich auch erleben. Sie sind nicht als Einzelne unterwegs, sondern sie erleben die Masse. Und sie sind mit vielen unterwegs, auf dem Weg nach dem Glauben zu fragen, nach Identität zu suchen. Aber, und das haben wir auch versucht, Kleingruppenphasen hinzubekommen, wo Konfis sich in der Kleingruppe, in ihrer Gemeindegruppe kennenlernen konnten und da sehr intim auch Fragen austauschen konnten. Man kann sich in einem größeren Rahmen ausprobieren. Es können Workshops auf die Beine gestellt werden über Sportspiele, Kreativangebote und Ähnliches. In einem ganz großen Rahmen, was einfach in einer Gemeinde nicht zu stemmen ist oder auch mit zwei Gemeinden. Der Punkt ist doch, du denkst zu viel. Mach doch einfach mal mit dem Kopf durch die Wand, Mauern einreißen, nicht denken. Was redest du denn da? Denken ist das A und O. So offen wie du wäre ich gern. So offen wie du wäre ich gern. Mann, Leute, bringt doch mal Leistung. Dann könnt ihr alle anderen beeindrucken mit Können und Wissen. Und was bringt dir die ganze Leistung, wenn du selbst nie das Gefühl hast, gut genug zu sein? Wir sind diesen Fragen nachgegangen. Ihr habt gehört, dass ihr wirklich Menschen seid, die wertvoll sind. Die in Gottes Augen unwahrscheinlich begabt, wertvoll sind.